Ja, wir lesen weiter in den Sprüchen. Gottes Wort an uns. Gottes Wort, das Wort des Vaters an seine Kinder. Unterricht in der Weisheit. Wir sind in Sprüche 20 und es geht los mitten hinein hier. Wir haben vorher von den Spöttern gelesen. Für die Spötter stehen Gerichte bereit. Jetzt wird uns ein anderer Spötter gezeigt hier. Ein Spötter ist der Wein. Ein Lärmer, der Rauschtrank, und jeder, der davon taumelt, ist unweise. Ja, es gibt diese Möglichkeiten, sich einen Rausch selbst anzutrinken oder irgendwie einen Rausch in einen Rausch zu verfallen. Und ja, das, was passiert ist, Spott und Lärm kommt dabei raus. Aber hier wird uns gesagt, dass der Wein selbst ein Spötter ist, der Rauschtrank ein Lärmer. Wir werden durch den Rausch, durch den Alkohol, durch andere Substanzen. Wir werden hineingezogen in den Kreis der Spötter. Wir werden hineingezogen in den Lärm. Und wer spottet da eigentlich? Es gibt ja diese Partys, wo dann irgendwie einer vielleicht besonders ausgeguckt wird und der wird dann besonders abgefüllt. Ja, man hat sich dann einen ausgeguckt und der kriegt immer eingeschenkt und eingeschenkt und eingeschenkt, bis er so richtig fix und fertig ist. Was machen die anderen, die drumherum stehen? Die machen sich lustig. Die lachen den aus. Er ist von dem Rausch so stark beeinflusst, dass er nicht mehr Herr seiner selbst ist und allen möglichen Mist macht. Er taumelt, er fällt hin, er lallt, ist nicht mehr Herr seiner Sinne, nicht mehr Herr seiner selbst. Was machen die anderen, die drumherum sitzen, die noch einigermaßen klar sind? Sie lachen ihn aus, sie spotten über ihn. Sein Spaß. Jemanden so zu sehen. Und wisst ihr, wer da mittendrin sitzt und lacht und spottet? Das ist der Satan, das ist der Teufel. Er freut sich darüber, wenn ein Mensch so herabsinkt, so ja, am Ende ist. Der Teufel ist der Spötter schlechthin. Er ist ein Zyniker. Er hat sich von allem Guten losgesagt und gebraucht alles Mögliche, alle möglichen Dinge, um seinen Spott zu treiben mit dem, was gut ist. Und wisst ihr, wir sind Gottes gute Geschöpfe. Gott liebt uns. Gott hat uns geschaffen, weil er uns liebt. Und er möchte uns mit seiner Liebe füllen. Er möchte uns das, was wir brauchen, was unser Herz, wonach es sich sehnt, ist Liebe, Frieden, Geborgenheit, Annahme. Und der Teufel,
Er freut sich daran, uns etwas vorzugaukeln, in irgendetwas hineinzuziehen, unsere Sinne zu verdrehen, sodass wir zu etwas greifen, dass wir etwas suchen, etwas nehmen, was uns das geben soll, was uns nur Gott geben kann. Wie wir es gehört haben in dem Psalm, du allein bist mein Glück. Nichts anderes kann mir das geben, was meine Seele im tiefsten Innersten braucht. Diesen Frieden, diese Geborgenheit. Wisst ihr, der Wein, das ist doch ein Spötter. Warum? Weil er uns vorgaukelt, uns Frieden geben zu können. Weil er uns vorgaukelt, dass wir eine coole, gute Zeit haben können. Weil er uns vorgaukelt, dass wir Glück finden im Rausch. Aber es ist nur für den kurzen Moment. Und dann ist der Kater da. Und dann wird es richtig schlimm, wenn du dann richtig reinrutscht in diese ganze, in diesen ganzen Mist, wenn du dann in die Sucht reinrutscht. Es ist so furchtbar. Und Gott warnt uns hier, in diesem einen Vers sagt er uns ganz klar, das ist unweise, mach das nicht, es ist nicht gut für dich. So wie der Vater zu dem Sohn sagt, lass das, mach das nicht. Sauf dich nicht voll, mach dich nicht voll mit diesem Zeugs. Es ist am Ende nicht gut, du taumelst. Und wisst ihr, jemand, der taumelt, der nicht mehr Herr seiner Sinne, da steht ein Stein in deinem Weg. Weißt du, und wenn du klar bei Sinnen bist, das ist ein riesiger Platz, du kannst um den Stein herumgehen, du kannst über den Stein rüberklettern, aber wenn du da so taumelst, na, du triffst genau diesen Stein und fällst genau über diesen Stein und brichst dir sonst irgendwas. Gott möchte nicht, dass wir uns selbst zerstören. Aber der Teufel hat seine Freude dran, er lacht darüber. Und Gott sagt, du hast es in der Hand. Ich nimm dich bei der Hand. Ich rette dich heraus aus dieser Lüge, aus diesem Betrug. Ich helfe dir, weise zu werden. Lass uns mal im Neuen Testament lesen, Epheser 5. Im Epheserbrief 5 sagt Paulus an die Gemeinde, an die Gläubigen, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Die Zeit ist doch lang genug gewesen, wo wir unweise gewesen sind, wo wir dumm, töricht gehandelt haben. Wo wir uns haben blenden lassen, wo wir uns haben verführen lassen. Die Zeit ist doch lang genug gewesen. Lass uns doch jetzt weise werden. Lass uns doch der Weisheit Gottes folgen. Kauf die rechte Zeit aus. Nutz die Zeit. Nutze die Zeit, die jetzt noch da ist. Lass sie nicht sinnlos verstreichen. Denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Was wünscht Gott sich? Was ist sein Wunsch für mein Leben? Was ist sein Wille? Wisst ihr, und das Wunderbare ist, erstmal grundsätzlich, dass du weißt, was Gottes Wille ist. Gottes Wille ist, dass du lebst. Ich will, dass du lebst. Und dass du Leben hast in Ewigkeit. Und ich will, dass du Leben im Überfluss hast. Sein Wille für dich ist, dass du seine Liebe erfährst, seine Liebe kennenlernst. Das ist sein Wille, dass du sein Kind bist. Dass du dein Leben nicht ohne ihn lebst, sondern so wie er es geplant hat, so wie er es gewollt hat, so wie er dich geschaffen hat. Er möchte, dass du in Gemeinschaft mit ihm lebst, in seiner Familie. Er liebt dich, er kennt dich mit Namen und er sagt, warum willst du abseits stehen? Komm doch in meine Gemeinschaft, lebe mit mir, du bist mein Kind, ich liebe dich, das ist mein Wille.
Gottes Wille ist, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und was ist die Wahrheit? Dass Gott einen jeden Menschen liebt. Dass Gott auch unsere, trotz unserer Sünde, trotz all unserem Aufbegehren, unserer Rebellion, trotz all dem Bösen, dem wir nachgelaufen sind, liebt er uns und hat aus seiner großen Liebe heraus seinen Sohn gesandt, das Kostbarste, was er hatte. Manchmal sagen Leute, ja, Gott hat seinen Sohn gesandt, er selbst wollte sich die Hände nicht schmutzig sehen. Wisst ihr, manche sagen, die ein Kind haben, was todkrank ist, sie sagen, ich würde liebend gerne mit meinem Kind tauschen. Wenn ich könnte, würde ich mein eigenes Leben hingeben, damit mein Sohnemann Leben hat. Das Kostbarste, was Gott hatte, war nicht sein eigenes Leben, sondern sein geliebter Sohn. Und es war nicht so, dass er gesagt hat, ja, Jesus, mach du das mal, ne? Du kannst die Mission erfüllen. Nein, sein Herz, mit Jesus hat er sein Herz hergegeben. Das Kostbarste, was er hatte, hat er hingegeben für uns. Er hat diese Schmerzen selber als Vater durchlebt und durchlitten. Was es den Vater gekostet hat, seinen eigenen Sohn für unsere Sünde hinzugeben, es ist uns nicht klar. Und er hat es ein Stück weit Abraham fühlen lassen, als er ihn herausgefordert hat, genau das zu tun, seinen eigenen Sohn, seinen geliebten einzigen Sohn zu opfern, Isaak. Er musste es nicht tun. Gott hat es bewahrt, Gott hat Abraham davor bewahrt, er musste seinen Sohn nicht opfern. Er hat ein stellvertretendes Opfer ihm gegeben. Aber er hat Abraham, der so gereift war im Glauben, hingeführt an diesen Punkt, wo er gespürt und gemerkt hat, was das Herz Gottes ist. Er war bereit, seinen eigenen Sohn zu geben für uns. So sehr liebt er uns. So sehr liebt er uns, damit wir das erfahren, was sein Wunsch und Wille für uns ist. Nämlich, dass wir geliebte Kinder Gottes sind in Ewigkeit. Dass diese Quelle des Lebens und der Liebe fortwährend in uns quillt, wodurch wir satt werden, wodurch wir Frieden haben, wodurch wir Freude haben, fortwährend, auch unabhängig von unseren Lebensumständen, egal was uns trifft. Na, wir haben es vorhin gehört, selbst wenn Krankheit und Tod in unser Leben hineinkommt und es unerträglich wird, dann ist diese Quelle da, die ins ewige Leben quillt in uns. Das ist der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das ist Gottes Geist in uns, Christus in uns. Das ist Gottes Wille. Verstehe doch, was Gottes Wille ist. Gott will, dass du diese Liebe erfährst und dass du in dieser Liebe satt wirst und nichts anderes mehr brauchst. Das ist Gottes Wille. Gottes Wille ist das zuerst und alles andere folgt daraus. Weißt du, wir sind schnell bei den Geboten, was Gott will, was wir nicht tun sollen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter und so weiter. Aber wisst ihr, dass der tiefe Punkt, der entscheidende Punkt in Gottes Wille ist zuallererst und vor allen Dingen, dass du die Liebe Gottes erfährst, dass die Liebe Gottes dein Herz erfüllt und dann folgt alles andere daraus. Aus Liebe zu Gott und deinen Nächsten haust du ihm dann nicht die Rübe ein, bestiehlst ihn nicht, nimmst ihm nicht die Ehefrau weg und so weiter und so weiter. Das ist der Wille des Herrn, dass du seine Liebe kennenlernst. Und das steht genau im Kontrast zu dem, worum es beim Rauschtrank geht, beim Wein, bei all den Angeboten, die wir haben, uns die Birne voll zu machen. Uns irgendwie zu füllen, diese Sehnsucht auszufüllen. Und das steht hier direkt hier in Vers 18. Versteht, was der Wille des Herrn ist.
berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Voll des Geistes Gottes. Was steht in Römer 5 zu dem Geist Gottes? Erfüllt zu werden mit dem Geist Gottes bedeutet das in Römer 5, Vers 5, zweite Hälfte, da sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wodurch haben wir diesen Geist empfangen? Wodurch kann man diesen Geist empfangen? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Vertraue Jesus Christus, der für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, aus Liebe zu dir. Vertraue ihm. Und er gießt sich selbst, sein Geist gießt die Liebe Gottes aus in dein Herz und erfüllt dein Herz. Sein Blut reinigt dein Herz und sein Geist erfüllt dein Herz mit der Liebe Gottes. Und Paulus sagt in Epheser 5, werdet voller Geist, werdet immer wieder erfüllt von dem Geist Gottes. Lass dich von dieser Liebe erfüllen. Selbst wenn du ein Kind Gottes geworden bist, du hast das schon erlebt, du hast es erkannt, deine Augen sind geöffnet, du weißt, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das ist meine Identität. Aber du hast es vielleicht wieder verloren im Laufe der Tage, der Wochen, der Monate, der Jahre. Du bist wieder trocken, du bist dürr, du hast Mangel. Du weißt nicht mehr, worum es geht. Du hast die Orientierung verloren. Du bist abgekommen vom Weg. Gott ruft dich und sagt, hey, komm doch wieder her und lass dich neu erfüllen mit der Liebe Gottes. Ich will sie ausgießen in dein Herz, dass sie dein Herz erfüllt, diese Liebe Gottes. Diese totale Annahme, das totale Ja über deinem Leben. Egal, wo du herkommst, egal, was du getan hast, egal, was in deinem Leben alles passiert ist, die Liebe Gottes will sich ausgießen in dein Herz, hinein, in alle Ecken und Winkel. Sie will all deine Wunden heilen. Sie will all deine Sünde wegwaschen. Sie will dich ganz und gar erfüllen und dich ganz neu machen, so wie wir das gehört haben. Siehe, ich mache alles neu. Und das kann kein Wein, das kann kein Rauschtrank. Aber die Liebe Gottes, der Geist Gottes, der kann es. Der ist der Einzige, der es kann. Und das ist das, was David verstanden hat. Du allein bist mein Glück. Nur bei dir finde ich das, was meine Seele im Tiefsten sucht. Es kann mir keine Frau geben, kein Mann, kein Mensch, kein Ding. Kein Zustand, keine Sache, die ich tun kann mir das geben. Menschen suchen so viel Erfüllung in allen möglichen Dingen, was sie tun und machen und sich anstrengen, um erfüllt zu werden. Aber der Wille Gottes ist, dass wir erfüllt werden von seiner Liebe. Das Einzige, was da wirklich eine Antwort für hat, für diese Sehnsucht in meinem Herzen. Nichts anderes kann mir das geben. Also lass uns nicht unweise sein und weiter irgendwo an den brüchigen Zisternen Wasser suchen, sondern lass uns zu der Quelle des lebendigen Wassers gehen, so sagt es Jeremia. Wieder zurück zu Sprüche. Wir lesen weiter ein paar Verse hier. Teilweise haben wir sie schon gelesen und dann gehe ich da nicht so intensiv drauf ein, zum Beispiel Vers 2. Wie das Knurren eines Junglöwen ist der Schrecken des Königs. Wer sich seinen Zorn zuzieht, verwirkt sein Leben. Hier geistlich gedeutet auf Christus, der König, Jesus Christus. Ja, auch bei ihm kannst du diesen Zorn finden, der Zorn des Lammes. Darüber haben wir gelesen schon vor ein, zwei Wochen. Wir gehen weiter. Ehre ist es, dem Mann vom Streit abzulassen. Jeder Narr aber fängt Streit an. Ich bin einige Jahre, habe ich als Lehrer unterrichtet an der Schule und mit den Kindern in der Schule
aber auch mit den Kindern zu Hause, in der Familie. Da gibt es öfter auch mal Stress und Streit und dann kommen sie an und sagen, ja, der hat das und das gemacht. Und dann der andere, ja, aber der hat das und das gemacht. Und ich habe dann irgendwann auch, ist mir das so klar geworden, dann habe ich das gesagt, hey Leute, mir ist es völlig egal, wer hier angefangen hat. Viel wichtiger ist die Frage, wer hört jetzt auf? Und hier steht, die Ehre eines Mannes ist es, vom Streit abzulassen. Und das widerspricht so völlig der Weltweisheit. Für viele, in vielen Kulturen, ja selbst auch in unserer passiven, pazifistischen deutschen Kultur ist es so. Na? Also ein Mann ist doch der, der im Streit gewinnt. Der den Streit siegreich beendet. Ja? Das lasse ich mir nicht bieten. Ich bin doch keine Memme. Ich bin ein Mann. Was sagt Gott? Das ist der wahre Mann. Das ist eine Ehre für einen Mann, wenn er fähig ist, einen Streit von einem Streit abzulassen. Einer, der den Streit beendet. Einer, der sich nicht selbst durchsetzt und sich selbst Recht verschafft, sondern der bereit ist auch, sich Unrecht tun zu lassen. Das ist der wahre Mann, so wie wir ihn in Jesus sehen. Jeder Narr fängt einen Streit an. Wir alle fangen Streitereien an, oder? Jeder von uns. Aber klug und weise zu sein heißt, einen Streit auch zu lassen. Nicht weiter drin rumzurühren. Nicht immer wieder neuen Zunder reinzugeben in das Feuer eines Streites. Sondern im Gegenteil, Versöhnung zu suchen. Vers 4, im Winter pflügt der Faule nicht, sucht er zur Erntezeit, dann ist nichts da. Manchmal jammern und klagen Menschen, weil sie irgendwie nicht zurechtkommen. Die Ursache sind sie aber nicht bereit anzuerkennen. Ja, am Ende war es meine Faulheit, meine Bequemlichkeit. Dass ich jetzt in diesem Elend bin, in diesen Schwierigkeiten, in dieser Not, das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Wir schieben es dann gerne auf die Umstände. Ich konnte ja nicht anders und dies und das und dies und das. Aber wenn ich tief hineinforsche in meine Seele, merke ich vielleicht, ja, ich bin nicht ganz unschuldig. Ich hätte ja auch mal in die Hände spucken können und zupacken können, anstatt auf der faulen Haut zu liegen. Vers 5, tiefes Wasser ist der Ratschluss im Herzen des Mannes, aber ein verständiger Mann schöpft ihn herauf. Ja, Rat zu bekommen, wie gesagt, was ist der Wille des Herrn? Seid nicht dumm, versteht, was der Wille des Herrn ist. Es ist oft so schwer zu verstehen. Aber Gott ist gut, wenn du ihn fragst, wenn du nach Weisheit suchst, nach Orientierung. Gott gibt so gerne. Sein Wille ist etwas, was er gerne uns offenbart. Aber es ist nicht so, dass Gott damit hausieren geht. Jesus hat auch zu den Jüngern gesagt, wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Und Gott wirft seine Perlen auch nicht vor die Säue. Er zwingt uns nichts auf. Er ist ein stiller, zurückhaltender, sanftmütiger, demütiger Gott. Er wartet. Er drängt sich uns nicht auf. Er sagt nicht, hier, los, du musst jetzt aber das und das tun und das ist mein Wille und mach mal das. Nein, er wartet. Er wartet darauf, dass wir kommen und sagen, Vater, mich interessiert, was du über die Sache denkst. Was möchtest du? Was willst du? Was ist dein Wunsch? Was ist deine Sicht der Dinge? Und dann offenbart er es uns auch. Er gibt uns Antworten. Vielleicht nicht immer gleich sofort, aber er gibt uns Antworten, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn fragen. Gott möchte aber gesucht werden, er möchte gefragt werden. Nicht,
weil er irgendwie davon irgendwas hat, weil er sich dabei cool vorkommt, wenn er gefragt wird. Nein, aber weil er sich uns nicht aufdrängen möchte, weil er uns nicht zwingen möchte. Er möchte gerne, dass wir aus Liebe kommen. Er wartet auf uns, weil er eine Liebesbeziehung möchte, nicht weil er eine zwanghafte Beziehung mit uns möchte. Deswegen, man muss schon tief graben, tief forschen, um den Ratschluss zu finden, den Willen des Herrn. Du musst schon suchen und fragen und beten. Dann gibt Gott dir aber. Lass dich nicht mit schnellen Antworten irgendwie abspeisen. Lass dich nicht mit den einfachen Dingen abspeisen, sondern suche das Echte, das Wahre. Gott gibt es dir. Vers 6. Die meisten Menschen rufen ihre eigene Frömmigkeit aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer findet ihn? Man kann auch übersetzen, die meisten Menschen preisen alle ihre Gnade an. Mein Chef damals in der Schule, der hatte so einen Spruch, und das ist ja nicht sein Spruch, sondern es ist so ein Weltweisheitsspruch. Tue Gutes und rede darüber. Kommt eigentlich aus der Bibel und lautet, tue Gutes und rede nicht darüber. So heißt er eigentlich. Er ist dann aber irgendwann abgewandelt worden, das Nicht ist weggefallen, weil das natürlich viel mehr dem entspricht, wie in der Wirtschaft, ne, Leute Gutes tun. Es geht um Publicity, es geht darum, auf sich aufmerksam zu machen, was für ein cooler Typ man ist, ne, und was für eine tolle Firma man hat, die so großzügig und so freigebig ist, ne. Also wir tun Gutes, aber bitte schreib unseren Namen drauf auf die Sponsorenliste, ne. Weil ich will ja auch noch was davon haben. Wir wollen ja auch was davon haben. So wäscht eine Hand die andere. Ne? Euch ist geholfen und mir ist geholfen. Also machen wir das so. Ne? Spenden wir eine große Summe fürs neue Land. Aber schreibt ordentlich was drauf. Ne? Wir haben gespendet. Tue Gutes und rede darüber. Aber das ist Gott nicht wohlgefällig. Lass uns das mal lesen in Matthäus 6, was Jesus dazu sagt. Matthäus 6 sagt Jesus, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Man kann eine Menge gute Sachen machen, gerechte Taten tun, aber es ist Gott nicht wohlgefällig. Denn hier steht, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Gott sagt, nee, das ist wertlos für mich, was du da tust. Du hast 1 Million Euro für gute Zwecke gespendet, ist für mich wertlos. In dem Ganzen ging es dir nur um dich selbst. Oder hauptsächlich um dich selbst. Das ist verunreinigt. Jesus sagt, Gott ist die Motivation wichtig, nicht nur die Tat. Daraus sollten wir nicht andersherum machen, der gute Wille zählt. Nein, Paulus sagt in Römer 7, oh nein, ich will das Gute, aber ich tue immer das Böse. Ich elender Mensch, ich bin dem Tod verfallen. Das ist ja schlimm. Ich will das Gute, aber das Böse tue ich. Ein schlimmer, elender Zustand. Wer wird mich erretten? Er wusste ganz klar, und das findest du in der ganzen Bibel, Gott fragt danach, nicht danach, was du irgendwie dir vorgenommen hast in deinem Herzen, Gutes zu tun, sondern was du Gutes getan hast. Wir werden gerichtet nach unseren Werken, nach dem, was wir getan haben, nicht nach dem, was wir uns in unseren Herzen so ausgeträumt und ausgedacht haben, was wir alles Gutes tun könnten, was wir dann aber nicht getan haben. Das ist auch wertlos vor Gott. Große Pläne,
die aber nichts werden. Aber gute Werke mit der falschen Motivation sind für Gott auch wertlos. Was brauchen wir also? Wir brauchen ein reines Herz. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Geist Gottes, dem Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Paulus sagt auch, wenn ich mein ganzes Geld für die Armen ausgeben würde, wäre ich nicht, und ich hätte die Liebe nicht, die Liebe Gottes, dann wäre ich nichts. Gott schaut auch auf die Motivation. Und das andere ist für ihn wertlos. Also, wir brauchen eine Reinigung unseres Herzens, unserer Motivation, dass wir nicht auf uns selbst fixiert sind, sondern dass wir voll erfüllt sind von der Liebe Gottes, dass es uns um Gott geht und um sein Reich. Dass wir auch geleitet sind, Weisheit von Geist Gottes haben, in welchen guten Werken wir wandeln sollen, die er vorbereitet hat. Und dann hat er seine Freude darin, wenn wir es dann auch tun. Und durch seinen Geist kriegst du auch Kraft und Motivation, es anzupacken, es anzugehen. Das sagt Paulus dann in Römer 8, nachdem er so verzweifelt war. Wer wird mich retten? Ja, Jesus ist mein Retter. Und durch seinen Geist werde ich befähigt, in dem Guten, was er mir zeigt, auch zu wandeln, das Gute zu tun. Wie redet Jesus jetzt hier weiter? Vers 2, wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg, sie wurden schon geehrt. Das war ihr Lohn, die Ehre, die sie von Menschen bekommen haben. Jesus sagt aber, strebe du nicht danach als mein Jünger, mein Nachfolger. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Das ist natürlich völliger, also total witzig, ne? Wenn man sich das mal vorstellt. Ich mache was mit meiner Rechten und meine linke Hand weiß nicht, was die Rechte tut. Das funktioniert natürlich nicht, weil meine rechte Hand und meine linke Hand kein Bewusstsein haben. Aber ja, so stellt Jesus das, die Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut. Am besten vergisst du selber gleich, dass du Gutes getan hast. Und so wird es ja auch sein. Jesus hat gesagt, im Endgericht wird es so sein, dass die Menschen vor ihn kommen und er teilt die Menschen und er sagt zu den einen auf der einen Seite, sagt er, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Denn ich war hungrig und ihr habt mich gespeist. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann sagen die Gerechten, sagen dann, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen? Ne? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich alles gemacht habe. So, ne? Ist gut, wenn du keinen Heldentatenbericht schreibst über deine ganzen guten Taten. Überlass das Gott. Vergiss es am besten gleich wieder, was du Gutes getan hast. Und rede nicht drüber. Dadurch vergisst man auch gut, wenn man nicht drüber redet. Aber in mir ist immer dieses Streben, dieses innere, hoffentlich, ich würde ja am liebsten selber darüber reden. Ne? Ich komme nach Hause, ne? Unterwegs im Namen des Herrn, ne? Und am liebsten möchte ich gleich zu meiner Frau sagen, komm mal her, ich muss dir unbedingt erzählen, was, ne? Was? Um meinen Mund zu schließen und zu sagen, ich will nicht mich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich will den Herrn verherrlichen. Manchmal kann man aber auch in einem Zeugnis, wo man den Herrn verherrlichen, sich indirekt selbst verherrlichen. Wir müssen echt aufpassen. Jesus sagt, mach es am besten so, dass deine Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Sei nicht einer von diesen Heuchlern, die das alles ausposaunen, vor sich herposaunen, was sie alles Gutes tun. Dann ist es wertlos für Gott. Zurück zu Sprüche 20.
Wer in seiner Lauterkeit als Gerechter lebt, glücklich seine Kinder nach ihm. Willst du deinen Kindern was Gutes tun? Willst du der jungen, nachfolgenden Generation was Gutes tun? Dann lass du dich darauf ein, Jesus zu folgen. Na, ich habe das manchmal kommen Leute und wir machen ja immer Kindersegnung. Ne? Also wenn Babys geboren werden, wir taufen die ja nicht, weil Taufe was ganz anderes bedeutet. Die Taufe ist das Zeichen dafür, dass ich mein Leben in Gottes Hand gelegt habe, dass er mein Herr ist, dass mein altes Leben in der Sünde zu Ende ist und ich jetzt Jesus nachfolge. Wir segnen die Kinder, so wie Jesus das gemacht hat. Ja, weil wir sie unter den Schutz Gottes stellen wollen. Und wenn dann Leute kommen und wollen ihre Kinder segnen lassen, aber sie sind vielleicht noch gar nicht, sie folgen selber gar nicht Jesus nach, oder sie leben ein laues Leben, dann setze ich mich oft mit denen hin und sage, du, das Beste, was du, den größten Segen, den du deinem Kind geben kannst, ist, wenn du Jesus nachfolgst. Glücklich sind die Kinder, die Eltern haben, die erfüllt sind von der Liebe Gottes und die ihrem Kind vermitteln können, du bist auch so ein geliebtes Kind Gottes. Das ist das Großartigste, was du tun kannst für deine Kinder oder für die nachfolgende Generation. Wer in seiner Lauterkeit als Gerechter lebt. Wir sind doch alle Sünder. Das werden wir gleich lesen. Aber Gott macht uns zu Gerechten, sodass wir als Gerechte auch leben durch die Kraft seines Geistes. Und dann bist du wirklich ein Segen für deine Kinder. Vers 8. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, sondert mit seinen Augen alles Böse aus. Wieder so ein Königsspruch. Salomo war selber ja als König auch gleichzeitig Richter und brauchte Weisheit von Gott und er hat sich Weisheit erbeten und Gott hat ihm Weisheit gegeben, sodass er unterscheiden könnte zwischen Gut und Böse. Und er hatte ein Wort der Erkenntnis, um in einem schwierigen Rechtsfall zu entscheiden, wer ist hier richtig, wer ist hier falsch. Durch dieses Wort der Weisheit ist es offenbar geworden. Christus, der König, er sitzt auf seinem Richterstuhl und er sieht in die Herzen und er unterscheidet zwischen Gut und Böse. Vor ihm kann man sich nicht verstecken. In der Offenbarung wird er dargestellt als derjenige, der mit den Feuerflammen Augen. Er sieht in unsere Herzen. Wir können nichts vor ihm verbergen. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Wir brauchen ihm nichts vorzumachen. Und so steht es hier in Vers 9. Wer darf sagen, ich habe mein Herz reingehalten, ich bin rein von meiner Sünde? In einem Vers wird hier ausgedrückt, wofür Paulus 3 Kapitel braucht. Im Römerbrief. Er geht es minutiös durch und stellt uns vor Augen und führt uns unweigerlich zu dem Punkt in Römer 3, Vers 23, wo es heißt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Kann sich irgendwer davon ausnehmen? Gibt es einen unter uns, der nie gelogen hat? Gibt es einen, der unter uns ist, der nie gestohlen hat? Gibt es einen unter uns, der jeden Tag seines Lebens treu mit Gott gegangen ist, ihm gedankt, ihn verherrlicht hat? Keiner. Keiner von uns hier, die wir uns als Kinder Gottes bezeichnen, die wir uns als Gerechte bezeichnen, die wir Christen sind. Keiner von uns. Und der noch so heiligste Mensch auf Erden ist dennoch ein Sünder. Sein Leben ist verunreinigt durch die Sünde. Wer kann sagen, dass er rein ist von der Sünde? Keiner. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle Sünder.
Es gibt eine wunderbare Geschichte, die können wir mal aufschlagen, Johannes 8. Sie offenbart unseren Hochmut, unseren Stolz. Johannes 8, Vers 2. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Da fragt man sich, wo ist der Mann? Haben sie den nicht zu fassen gekriegt? Der war zu stark, der war zu schnell. Die schwache Frau, die haben sie erwischt. Wahrscheinlich haben sie in ihrem Macho-Denken gedacht, ja, die Frau ist sowieso immer an allem schuld. Eva hat ja auch Adam zur Sünde verführt, ne? Also die Frau ist an allem schuld. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Und im Gesetz des Mose, 5. Mose 22, Vers 22, steht das auch drin. Aber da steht nicht drin, nur die Frau soll gesteinigt werden, sondern der Mann und die Frau. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Na, sie wussten schon, Jesus ist doch so ein Typ, der ist so gnädig mit den Sündern. Na? Also irgendwie wird er sich verraten, dass er gegen das Gesetz ist. Und dann haben wir ihn und dann können wir ihn auch verurteilen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Warum hat er das gemacht? Was hat er da gemacht? Was hat er da auf die Erde geschrieben? Jeremia 17, Vers 13. Sagt der Prophet: Hoffnung Israels, Herr, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden werden, und die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen. Ich glaube, dass Jesus alle diese Namen dieser Männer, die um ihn standen, in den Sand geschrieben hat. Steht da jetzt nicht so eindeutig, aber ich fand diesen Vers echt cool. Alle, die vom Herrn abweichen, all diese selbstgerechten Rächer, die gerne das Gesetz Gottes an jemandem anderen ausführen wollen, sie selbst sind alle Sünder. Er schreibt all ihre Namen in den Sand und sagt: Wie ist es denn? Gibt es jemanden unter euch, der ohne Sünde ist? Dann, okay, dann schmeiß mal. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren, und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Guck mal, die Frau, sie geht nicht weg. Sie weiß, sie ist Jesus verpflichtet. Sie ist Jesus Rechenschaft schuldig. Er hat dieses Wort gesprochen und alle sind weggegangen. Keiner hat den ersten Stein geschmissen. Aber sie wartet noch, sie geht nicht einfach weg. Sie denkt nicht, ja, jetzt sind sie alle weg und geht. Nein, sie wartet.
Und Jesus fragt sie, ist keiner da, der dich verurteilt hat? Und sie spricht es aus. Sie sagt, Herr, Kyrios, nein. Und sie wartet immer noch. Warum? Weil da einer ist, der den Stein schmeißen kann. Einer, der ohne Sünde ist. Und er könnte den Stein jetzt schmeißen. Und sie wartet und ordnet sich ihm unter als dem Herrn, wartet auf sein Urteil. Und er spricht das Urteil. Er sagt, ich verurteile dich nicht. An anderer Stelle sagt er, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit, unser Herr Jesus, der ohne Sünde ist. Und er ist auch nicht der Sünde des Hochmuts schuldig. Er ist auch nicht der Sünde der Unbarmherzigkeit schuldig. Er erbarmt sich, wie der Vater sich erbarmt über uns, so erbarmt er sich über uns Sünder. Auch ich verurteile dich nicht. Das heißt aber nicht, dass er damit die Sünde rechtfertigt. Wisst ihr, wir nehmen das gerne und sagen, ja, die sind ja auch alle Sünder, dann kann ich ja auch sündigen. Die machen es ja alle, dann kann ich es doch auch machen. Wenn Gott hier der Sünderin vergibt und ihr die Sünde nicht zurechnet, ja, dann ist Sünde ja anscheinend nicht so schlimm. Wisst ihr, Jesus hat uns nicht errettet von unserer Sünde, er vergibt uns unsere Sünde nicht, damit wir weiter darin leben, damit wir weiter darin wandeln. Er rechtfertigt nicht die Sünde. Er sagt nicht, ist doch alles okay. Ihr seid alle Sünder, ist alles okay. Gar nicht so schlimm. Macht nichts. Macht mal ruhig weiter so. Nein, die Sünde ist zerstörerisch. Sie macht uns kaputt. Sie zerstört unsere Beziehung zu Gott. Sie verhindert, dass wir erfüllt werden mit der Liebe Gottes. Die Sünde ist zerstörerisch für unser eigenes Leben und für unsere Mitmenschen und unsere Beziehung zu Gott. Nein, Gott, Jesus will das nicht, dass wir uns weiter zerstören. Deswegen sagt er zu der Frau, jetzt sündige nicht mehr. Mach nicht weiter. Kehre um. Tu Buße. Aber das Wunderbare in Jesus ist, dass er für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat uns geliebt, er hat uns seine Liebe gezeigt, wo wir noch völlig unfähig waren, wo wir völlig gebunden in der Sünde waren. Er geht uns voraus mit seiner Gnade und will uns mit seiner Gnade und Liebe gewinnen, damit wir jetzt ein neues Leben führen. Durch seinen Heiligen Geist haben wir die Kraft dazu. Er bietet es uns an. Willst du es nicht annehmen? Willst du es nicht suchen? Herr, bitte mach mein Leben neu. Ich will gerettet. Ich will neu gemacht werden. Ich will nicht mehr in den zerstörerischen Bindungen der Sünde leben, sondern ich will frei sein, ein freies Kind Gottes, gebunden an dich. Er ist voller Gnade und Barmherzigkeit, verurteilt uns nicht. Wir sind alle Sünder, wir brauchen alle Gnade und er schenkt sie uns reichlich. Aber er möchte nicht, dass wir deswegen diese Tatsache nehmen, diese Wahrheit nehmen und sie missbrauchen und sagen, wenn wir alle Sünder sind, dann ist es doch okay. Dann lass uns doch jetzt nicht so ein Problem aus der Sünde machen. Dann haben wir noch nicht verstanden, was Sünde eigentlich ist. Ich lese noch 2, 3 Verse hier. Zweierlei Gewichtssteine, zweierlei Eva. Sie sind alle beide ein Gräuel für den Herrn. Das Eva ist ein Hohlmaß. Das hatten wir jetzt auch schon. Gott, es ist ein Gräuel, diese kleinen Tricksereien für unser eigenes, für ein kleines bisschen mehr in der Tasche. Das ekelt Gott an. Diese Selbstsucht und das Lügen und Tricksen. Schon in seinen Taten gibt sich ein Junge zu erkennen, ob sein Handeln lauter und ob es redlich ist. Das spricht davon, dass ein Junge, ein kleines Kind, sich so schlecht verstellen kann, wisst ihr? Wir Erwachsene, wir sind oft so gut darin, unsere Taten so zu tun, dass man nicht erkennen kann, was uns eigentlich antreibt. Also ein kleiner Junge, der kann das gar nicht so richtig verstecken. Da wird das offenbar, offensichtlich, was ihn treibt. Na? Der ist noch nicht erfahren darin, in der Verstellung.
Wisst ihr, und Gott sagt uns, sei wie die Kinder. Wenn es um böse Taten geht, dann sei wie ein Kind. Ja, manche Leute, die sind so aufrichtig, die reden immer davon, was sie tun und verstellen das nicht. Ja, und die, auch wenn sie Mist bauen, die reden davon. Die verheimlichen das nicht, die reden davon. Und dann gibt es dann Stress, dann gibt es Ärger, dann gibt es Probleme, weil dann kommt jemand und sagt, hey, das kannst du aber nicht machen, was du da erzählt hast, das ist doch Sünde. Und die haben dann ständig Ärger und die sagen dann, soll ich denn so sein wie der und der? Der macht das ja auch, aber der verheimlicht das. Ich sage, nee, es ist besser, dass du aufrichtig bist und im Licht wandelst und davon sprichst. Du bist besser dran. Du hast zwar mehr Ärger als der andere, aber dafür hat Gott die Möglichkeit, in dein Leben hineinzusprechen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Aber Aufrichtigkeit alleine ist es natürlich nicht. Wir brauchen auch ein bußfertiges Herz und Bereitschaft, auch dann umzukehren. Vers 12, und damit schließe ich dann. Das hörende Ohr und das sehende Auge, der Herr hat sie alle beide gemacht. Wir haben Ohren, wir haben Augen, aber die Wahrheit erkennen wir nicht. Wir sind blind für die Wahrheit. Wir sehen Gott nicht, wir hören Gott nicht. Ich weiß nicht, wem von euch das schon mal so gegangen ist, dass er sich hingesetzt hat zu Hause in seinem stillen Kämmerlein und wirklich aufrichtig von Herzen gesagt hat, ich möchte jetzt wirklich Gott suchen und Gott begegnen. Und dann betet. Und irgendwie das Gefühl hat, ich höre nichts, ich sehe nichts. Wo ist denn Gott? Dass wir wirklich hören können und sehen können, ist etwas, was Gott tun muss. Wir sind nämlich blind. Durch unsere Sünde, durch unsere Sündhaftigkeit sind wir blind und taub. Wir hören Gott nicht, wir sehen Gott nicht. Gott muss unsere Augen heilen. Er muss unsere Blindheit heilen, sodass wir sehen können. Er muss unsere verstopften Ohren reinigen, sodass wir hören können. Und darum können wir Gott bitten. Herr, ich sehe dich nicht, ich höre dich nicht. Bitte hilf mir zu hören, wie wir vorhin gesungen haben. Na, öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen. Öffne mir die Ohren, ich will Jesus hören. Und das will er gerne tun. Nehmt das mit in eure Woche. Gott will sich euch offenbaren. Er will sich euch seinen Willen zeigen. Lasst uns ihn suchen von ganzem Herzen. Lasst uns nicht ablenken lassen. Lasst uns nicht irgendwo ausweichen. Lasst uns nicht abweichen von der Quelle des lebendigen Wassers. Lasst uns dorthin gehen, wo wirklich unser Mangel ausgefüllt wird. Lasst uns ausstrecken danach, dass der Herr wieder neu seinen Geist ausgießt in uns. Dass seine Liebe neu ausgegossen ist, unsere Herzen erfüllt. Vater, und das beten wir, dass du das tust, Herr. Erbarme dich über uns. Danke, Herr, dass du all unseren Mangel ausfüllen kannst. Amen.